Jan, du bist seit 2015 hier in Regensburg, gehst jetzt in deine vierte Saison. Wie sehr ist dir der SSV Jan Regensburg ans Herz gewachsen? Ja, ich muss sagen, es waren die geilsten 3 Jahre meines Lebens bis jetzt. Was wir erlebt haben, der Verein und ich als Teil dieser Mannschaft, ist einfach, das kann man nicht in Worte fassen. Und ich will einfach den Weg weitergehen, mit dem Verein noch ein bisschen was erreichen. Und ja, das ist schon eine Herzensangelegenheit. Du hast jetzt deinen Vertrag verlängert bis 2020. Was sind die Gründe? Ja, wie gesagt, also ich habe so viel erlebt hier in der kurzen Zeit, und die Leute, mit denen ich zusammenspiele, die Verantwortlichen hier, die sind mir alle ans Herz gewachsen, und das ist schon was ganz Besonderes, wenn du so ein Gefühl hast, dass das alles Familie ist. Jetzt zweite Jahr, zweite Liga, wenn du nochmal zurückblickst ans letzte Jahr, was sind die Momente, an die du dich gerne zurückerinnerst? Also persönlich würde ich mal sagen, gleich das erste Spiel mit meinem ersten Zweitligator, das war schon ganz besonders. Dann mein erster Doppelpack gleich am dritten Spiel gegen Ingolstadt. Ja, und einfach das Ziel, was wir mit der Mannschaft erreicht haben, dass wir einfach in dieser Liga gezeigt haben, dass wir auf jeden Fall mitspielen können, dass wir da Paroli bieten können und dass wir einfach gezeigt haben, wir sind mutig und wir wollen nach vorne spielen und geben da Vollgas. Ja, und jetzt geht's am ersten Spieltag zur neuen Saison wieder gegen den FC Ingolstadt. Ja, wie groß ist die Vorfreude? Ich denke, wir haben, als wir erfahren haben, dass es gegen Ingolstadt geht, da sind die Augen erstmal groß geworden. Das Herz hat das Schlagen angefangen. Ist einfach ein geiles Gefühl, gleich zu Hause. Ich glaube, wenn man da noch irgendwie extra Worte braucht, um sich motivieren zu können, dann hat man den falschen Beruf ausgesucht. Knapp eine Woche ist es noch und ihr seid noch mitten in der Vorbereitung. Wie läuft es persönlich für dich bisher in der Vorbereitung? Ja, also ich bin ganz zufrieden. In der letzten Trainingswoche müssen wir auf jeden Fall aus jedem das Größte nochmal rausholen, dass wir zum Wochenende dann topfit sind. Aber wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg, und ich denke, so im Großen und Ganzen können wir auch zufrieden sein mit der Vorbereitung. Das ein oder andere Tor mehr hätten wir noch schießen können, aber es reicht ja, wenn du 1-0 gewinnst die Spiele, und dann kriegst du auch 3 Punkte. Was hast du dir jetzt für die nächsten beiden Jahre vorgenommen hier beim SSV Jan Regensburg? Ja, als Ziel hat man immer als Fußballer, dass man Spielpraxis hat, dass man Spielzeit bekommt, auch in der zweiten Liga. Natürlich dann Klassenhalt als oberstes Ziel, und dann werden wir sehen, was noch dazu kommt. Wir freuen uns auf die nächsten Jahre mit dir, Jan. Ich auch, danke. Okay.